Bullish AF bei Bitcoin, was ist denn da los, dass innerhalb von so kurzer Zeit Bitcoin so im Preis steigt oder explodiert, wie man es bei uns YouTubern sagen würde? CNBC schreibt darüber, Bloomberg schreibt darüber und ich werde nicht in 1 Million Jahren Geld dafür bezahlen, bei Bloomberg irgendetwas lesen zu können. Diese Meldung ist eigentlich nicht abrufbar, aber Wayback Machine hat natürlich das archiviert, Gott sei Dank. Und die gute Frau Yellen sorgt für diese bullische Meldung. Ich habe euch mal die ersten zwei Absätze, weil sie meiner Meinung nach die interessantesten sind und den Inhalt am besten zusammenfassen, übersetzt und werde mal kurz so frei sein, sie vorzulesen, damit ihr wisst, worum es geht. Präsident Bidens historischer Erlass fordert einen koordinierten und umfassenden Ansatz für die Politik im Bereich der digitalen Güter. Dieser Ansatz wird verantwortungsvolle Innovationen unterstützen, die der Nation, den Verbrauchern und den Unternehmen erhebliche Vorteile bringen könnten. Er wird auch die Risiken im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung angehen, Verbraucher und Investoren schützen und Bedrohungen für das Finanzsystem und die Wirtschaft im Allgemeinen verhindern. Also es geht darum, dass man das Ganze, die ganze digitale Währungsgeschichte einfach nur ordentlicher macht, was dann, wo man an sich natürlich argumentieren kann, braucht man das aktuell? Also klar braucht man das, aber muss es unbedingt vom Staat ausgehen? Auf jeden Fall unterstreicht es eine eher wohlgesonnene Position vom Staat, von den amerikanischen Behörden gegenüber Bitcoin, auch wenn das natürlich man gefühlt irgendwie jeden Tag wechselt. Mal kommt eine News raus, die bullish ist, mal kommt eine News raus und alles säuft komplett ab. Also ich glaube, da muss man auch ganz klar betonen, dass der Markt sehr emotional ist und das teilweise auch wirklich News gezielt verbreitet oder aus dem Zusammenhang gerissen werden und sich damit auch auf den Preis auswirken. Also das ist leider so, aber grundsätzlich, wenn so eine Meldung aus dem Weißen Haus kommt, dann wird es erstmal in bullish interpretiert. Im Rahmen der Exekutivanordnung wird das Finanzministerium mit behördenübergreifenden Kollegen zusammenarbeiten, um einen Bericht über die Zukunft von Geld- und Zahlungssystemen zu erstellen. Außerdem werden wir den Financial Stability Oversight Council, also den Rat für Finanzstabilität, einberufen, um die potenziellen Risiken digitaler Vermögenswerte für die Finanzstabilität zu bewerten und festzustellen, ob angemessene Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Und da die von digitalen Vermögenswerten aufgeworfenen Fragen oft eine wichtige grenzüberschreitende Dimension haben, werden wir mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um robuste Standards und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern. Also im Grunde genommen weiß ich echt nicht, was die USA von uns wollen. Mal sagen sie, Bitcoin ist super, wir wollen das regulieren. Und einer der Winklevoss-Twins, einer der Milliardäre, der bei Facebook dabei war und seitdem auch die Jungs haben ja in vielen anderen Bereichen auch komplett rasiert, wenn man so sagen darf, sagt, dass das eine gute Geschichte ist. Und da gibt es aber immer jemanden, der Auge macht. Die Elizabeth Warren sieht auch so aus wie eine Person, die aus Prinzip etwas immer auf dem Kieker haben muss und argumentiert, dass Kriminelle und Putin Bitcoin benutzen könnten, um Sanktionen zu umgehen. Und ich frage mich, welcher halbwegs intelligente Mensch einen öffentlich einsehbaren Finanzkanal wählen würde, um Sanktionen zu umgehen, wo man wirklich alles transparent von jedem einsehen kann, wann, was, wohin, wie viel verschickt worden ist. Also man darf auch nicht vergessen, dass nach der Prohibition Marihuana nur auf den Kicker der Behörden kam, weil sie sonst nichts anderes zu tun hatten, diese Prohibitionsbehörde. Ähnlich, glaube ich, brauchen manche Leute eine Existenzgrundlage und suchen sich einfach nur einen random Feind. In diesem Fall hat die gute Frau Warren sich Kryptowährungen rausgesucht, obwohl es empirisch erwiesen ist, dass Finanzierung von Terrorismus, Waffenhandel, Drogenhandel etc. einen Bruchteil der Transaktionen auf der Blockchain ausmacht. Und das gab es auch schon alles, bevor es Kryptowährungen gab. Ansonsten eine Sache, die ich persönlich sehr interessant finde, weil ich ja auch mit dem guten Charles gequatscht habe, einmal als wir uns auf Malta getroffen haben. Leider ist es nicht zu einem Interview gekommen, aber Cardano aktuell ein bisschen under pressure, da es zweifelhafte Aussagen vom guten Charles Hoskinson gibt, vor allem was seine akademische Glaubwürdigkeit angeht.
Sind da ein paar Sachen auch gekommen, die in letzter Zeit sehr interessant sind. Wenn ihr da Lust habt, dass ich da ein bisschen tiefer grabe und ein Video über Cardano mache, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schon Ende 2017 haben wir auf diesem Kanal schon über Cardano gesprochen. Damals war das, glaube ich, noch auf 10, 20 Dollar Cents oder sowas. Teilweise hatten wir ein All-Time-High von 3 Dollar. Aber man muss auch sagen, in den letzten paar Monaten war Cardano tatsächlich auch schon schmerzhaft langweilig. Also es tat wirklich weh, Cardano zu halten. Teilweise tut es immer noch. Aber gut, mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich bin super dankbar für die ganzen Kommentare. Oh Mann, jetzt, was ist mit meiner Stirn los? Also das Licht ist heute auch mal wieder nicht das, was es mal war. Sorry dafür. Jetzt seht ihr mal einen Blick hinter die Kulissen. Und bei dem letzten Video zu den sinkenden Rewards über Helium habt ihr sehr viele Kommentare hinterlassen und vielen Dank dafür und für all diejenigen von euch, die auch die Cluster von DeeperMinern mir geschickt haben. Das Video kommt noch im Verlauf des Tages. Vorher ziehen wir jemanden, der ein bisschen Litecoin gewinnt. Schön, dass er positiv bestimmt ist, aber es bleibt ein riesiges Problem. Die Rewards sind enorm eingebrochen und werden nicht besser. Als Beispiel, du suchst bei einem Hotspot, der etwas mehr verdient, aber findest keinen, obwohl sie perfekt positioniert sind auf der Karte. Helium schwankt. Ja, das stimmt natürlich. Schauen wir mal, wer gezogen wird. TNT, bei mir läuft SenseCaps leider schlecht. Ich hoffe, es wird besser und ich hoffe, dass die verzauberten Litecoins hier ein bisschen aufheitern können. Ansonsten freut euch auf das Video über die DeeperMiner. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles in diesem Video ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Und schaut auch auf Discord vorbei, um mitzuquatschen. Abonniert den Kanal mit Glocke, um kein Video zu verpassen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat oder auch entertained hat. Bis bald, euer CryptoMarco. Ciao.